Toyota Urban Cruiser Autotest Selmgenzi Seltsamgenzi. Auto D Seltsamgenzi. Dem Auto Seltsamgenzi wurde der neue Toyota Urban Cruiser zur Verfügung gestellt und hier seine Eindrücke. Toyota Urban Cruiser 1.4. D4D Town 4x2, DPF. Fünftüriger SUV in der Kleinwagenklasse. 66 kW/90 PS. In dem Urban Cruiser bietet Toyota einen Kleinwagen mit viel Platz im Innenraum und großem Kofferraum an. Es sind ein Benzin- und ein Dieselmotor mit Frontantrieb lieferbar. Der Diesel kann optional auch mit Allradantrieb ausgestattet werden. Ein Automatikgetriebe sucht man vergebens. Der getestete Dieselmotor mit 90 PS sorgt für flotte Fahrleistungen, der Verbrauch geht mit durchschnittlich 4,8 Liter/100 km in Ordnung. Dank serienmäßigem Stabilitätsprogramm und 7 Airbags, inklusive Knie-Airbag für den Fahrer, bietet der Urban Cruiser eine gute aktive und passive Sicherheit. Der Grundpreis für die hier getestete Variante beträgt über 21 Euro, das ist für ein Fahrzeug in der Kleinwagenklasse deutlich zu teuer. Karosserievarianten, keine Konkurrenten, Citroën C3 Picasso, Kia Soul, Nissan Note, Opel Meriva, Renault Modus. Variable Rückbank, großer Kofferraum, einfaches Einschrägstrich und Aussteigen, gutes Raumangebot vorne, sichere Fahreigenschaften, gute Fahrleistungen. Teuer in der Anschaffung, schwache Heizung, großer Wendekreis, kein Einklemmschutz an den hinteren Fenstern. Verarbeitung. Der Hyundai i20 ist mit einem im Kofferraum untergebrachten Notrad ausgestattet. Hier befinden sich auch ein Wagenheber sowie ein Radmotorenschlüssel. Auf dem Dach dürfen bis zu 70 Kilogramm transportiert werden. Die Verarbeitung der Karosserie macht einen recht guten Eindruck. Spalten an Türen und Klappen sind schmal und gleichmäßig, die Türen schließen leicht und satt. Im Innenraum dominiert Hartplastik, welches aber sauber verarbeitet ist. Auch die Polsterung macht einen ordentlichen Eindruck. Die maximale Zuladung fällt mit 430 kg großzügig aus. Der Motorraum ist von unten völlig unverkleidet, so kann er schnell verschmutzen. Verschmutz- und auch verkratzempfindlich sind die Türausschnitte mit Schwellern. Die Karosserie und die lackierten Stoßfänger ungeschützt, es fehlen Leisten gegen kleine Parkrempler. Die Tankklappe ist nicht in die zentrale Türverriegelung mit einbezogen. Sicht. Die Rundumsicht ist noch passabel, wenngleich die Pfosten ganz hinten doch ziemlich breit sind und die Sicht behindern. So kann man beim Abbiegen schon mal ein anderes Auto oder einen Radfahrer übersehen. Während die Karosserie nach hinten sehr übersichtlich ist, lässt sich die Front aufgrund der abfallenden Motorhaube nur erahnen. Die abfallende Motorhaube hat aber zur Folge, dass Hindernisse vor dem Fahrzeug recht gut erkannt werden. Auch hinten sind Hindernisse befriedigend erkennbar. Der Innenspiegel gibt dank teilweise versenkbarer Kopfstützen ein akzeptables Sichtfeld wieder. Die Außenspiegel sind groß, es fehlt aber ein asphärischer Bereich, wodurch Objekte im Totenwinkel schlechter erkannt werden. Die Außenspiegel sind beheizt und sogar elektrisch anklappbar, nur in der Ausstattungsstyle-Serie. Die Halogenscheinwerfer mit nicht mehr ganz aktuellen H4-Birnen leuchten die Fahrbahn nicht besonders homogen aus, auch die Reichweite des Abblendlichts ist nicht besonders gut. Leider sind keine Xenon-Scheinwerfer erhältlich. Einparksensoren sind ebenso nicht verfügbar. 2,7 2,8
3,3. Breite Dachsäulen schränken die Sicht. Nach schräg hinten doch recht stark ein. Die Rundumsichtnote informiert über die Sichtbehinderung des Fahrers durch Fensterpfosten und Kopfstützen. Bei den Innen- und Außenspiegeln werden deren Sichtfelder aus dem Blickwinkel des Fahrers bewertet. Die Noten des vorderen und hinteren Nahfeldes zeigen, wie gut der Fahrer Hindernisse unmittelbar vor bzw. hinter dem Fahrzeug erkennt. Rundumsicht. Innenspiegel, Außenspiegel. Vorderes und hinteres Nahfeld. 3,3. 2,4. 2,4. 3,0. 2,8. 3,0. Hyundai i20 1.6 D-Style, DPF, 3. Ein Schrägstrich Ausstieg. Vorne wie hinten steigt man verhältnismäßig bequem ein und aus. Die großen, gut geschnittenen Türen öffnen weit. Auch in seitlich engen Parklücken gestaltet sich der Zustieg einfach. Die Türaufhalter sind kräftig genug. Die Zentralverriegelung lässt sich per Fernbedienung handhaben, allerdings werden die drei Tasten bei Dunkelheit leicht verwechselt. Haltegriffe sind für alle außensitzenden Insassen außer für den Fahrer vorhanden. Kofferraum Volumen Stern. Der Kofferraum fasst 270 Liter Gepäck. Ist die Rückbank vorgeklappt, können 685 Liter verstaut werden. Gemessen bis zur Fensterunterkante. Aufgrund der fast senkrechten Heckpartei kann das Fahrzeug gut bis zum Dach beladen werden. Kofferraumzugänglichkeit. Das Gepäck muss zum Ein- und Ausladen über eine ziemlich hohe Bordwand gehievt werden. Die Heckklappe lässt sich leicht öffnen, die Finger bleiben sauber. Der Kofferraum hat eine große Öffnung und ein zweckmäßiges Format. Die Beleuchtung ist schwach. Wenn die Rückbank vorgeklappt ist, behindert eine Stufe Kofferraumvariabilität. Die Rücksitzbank ist asymmetrisch geteilt. Vorklappen ist etwas umständlich, jedoch braucht man dazu nicht viel Kraft. Dabei sollten die Vordersitze nicht zu weit nach hinten gestellt sein. Nach dem senkrechten Aufstellen der Flächen müssen die Kopfstützen abgezogen werden, damit anschließend die Lehnen nach vorne geschwenkt werden können. Haltevorrichtungen gibt es keine. Beim Wiederzurückklappen der Lehnen kann es leicht passieren, dass die Gurte eingeklemmt werden. Es fehlen Ablagen für kleines Gepäck. Nur kleines Fach unter Kofferraummatte. Immerhin gibt es ein praktisches Netz, welches an den stabilen Haken im Kofferraum eingehängt werden kann. 2,2 2,2 2,6 3,7 Mit 270 Litern Volumen ist der Kofferraum des i20 um 35 Liter größer als der des Vorgängers. Getz. Hyundai i20 1.6 D-Style, DPF, 4. Innenraum. Bedienung. Das in Höhe und Weite einstellbare Lenkrad, der gut erreichbare Schalthebel und die gut angeordneten Pedale geben keinen Anlass zur Kritik. Das Fahrzeug lässt sich schon nach kurzer Eingewöhnungszeit gut bedienen, da die Schalter größtenteils ergonomisch angeordnet sind. Der große Tacho und der Drehzahlmesser können gut abgelesen werden, lediglich nachts stört die rote Tachobeleuchtung etwas, da der Kontrast nicht optimal ist.